Maria Varga Loredana kehrt vor ihrem Haus. Normalität wie in vielen deutschen Vorstädten, könnte man meinen. Aber ein zweiter Blick offenbart, das, was so normal aussieht, ist ein Slum mitten in Frankfurt. Holzverschläge und Hütten, Sperrmüll und Weggeworfenes, daraus haben die Menschen sich hier ein Zuhause gebaut. Keine 3 Kilometer von Frankfurts Bankentürmen entfernt. Georgi Faur ist einer von ihnen, noch eher ein Roma. Seit 2 Jahren ist er schon hier. Er erzählt, wie er sich und seine Frau ernährt. Wir gehen nicht stehlen. Wir tun nichts Illegales. Wir sammeln, was wir auf der Straße finden, und dann verkaufen wir es auf Flohmärkten. Und was keiner will, das behalten sie. Das Zuhause des Ehepaars ein Sammelsurium deutschen Wohlstandsmülls. Und trotzdem so viel besser, als es in Rumänien jemals war, sagt Florinella Faur. Ich habe kein Heimweh. Zu Hause habe ich keine Möglichkeit zu arbeiten. Nichts, um zu leben. Die Siedlung der Roma liegt abgeschottet hinter einer Mauer und erregt doch den Unmut der Anwohner. Naja, sie tun unsere Mülltonnen durchwühlen und schmeißen die meisten Sachen halt eben aus der Mülltonne raus. Schön, wenn sie Sperrmüll rausstellen. Den braucht die Stadt gar nicht zu entsorgen. Der wird automatisch abgeholt. Ja, einerseits tun sie mir leid, weil wo sollen die hin? Die haben ja nichts. Und andererseits, na gut, ist nicht so schön. Das Grundstück im Privatbesitz der Eigentümer nicht zu greifen. Allein die Mitarbeiter des Diakonischen Werks schauen gelegentlich vorbei und kümmern sich. Ein bisschen wenigstens. Hallo. 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 Wir kommen von Weser 5, wollten nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Wir sehen ja gerade auch, die Leute haben uns begrüßt, haben sich dann aber auch wieder zurückgezogen. Und das heißt auch, dass wir dann auch uns nicht weiter sozusagen aufdrängen. Denn das, was die Menschen sich am meisten wünschen, dass ihr Müll abgeholt wird und sie endlich Wasser und Toiletten bekommen, kann die Diakonie ohnehin nicht leisten. Und die Stadt erklärt sich für nicht zuständig, zum Ärger des Ortsvorstehers. Müllentsorgung ist ja in Frankfurt keine Privatsache, sondern die Stadt Frankfurt muss sich darum kümmern. Und es geht um das Thema Hygiene. Hier wäre es auch wichtig, dass die Stadt Frankfurt eben zumindest vor dem Areal WC-Einrichtungen aufstellt. Aber wo soll die Stadt anfangen? Immer mehr Menschen leben auf der Straße in Frankfurt genauso wie in anderen Städten. Deutsche, EU-Bürger und Flüchtlinge, viele brauchen Hilfe. Seit 2011 beobachten wir einen deutlichen Anstieg der Zahl der wohnungslosen Menschen und der von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen. Und wir prognostizieren, das haben wir in unserer letztjährigen Schätzung zum ersten Mal in diesem Umfang gemacht, auch einen weiteren Anstieg bis 2018, da wir nicht sehen, dass sich die sozialstrukturellen Rahmenbedingungen, die das verursachen, maßgeblich verändern. Räumung eines Obdachlosencamps in Berlin. 300 Meter vom Kurfürstendamm hausten monatelang etwa 30 Männer, Frauen und Kinder aus Südosteuropa. Jetzt wurden ihre Verschläge geräumt. Verschwunden ist das Problem nicht. Entlang der Bahntrassen, unter Brücken und in den großen Parks der Hauptstadt leben hunderte Menschen. Dort treffen wir Bianca und Richard. Die beiden haben sich in den Niederlanden kennengelernt. Seit einem Jahr leben sie in Berlin, direkt am Landwehrkanal, gemeinsam mit Freunden. Ihr Zelt haben sie von der Bahnhofsmission, Tische und Stühle gefunden. Die Polizei hat schon mehrfach mit Räumung gedroht, vergebens. Ich finde, wir haben das Recht, hier zu wohnen, das sowieso erstmal. Und weil es halt wirklich überhand nimmt im Moment mit der Obdachlosigkeit in Berlin, also auch Deutsche, die obdachlos sind. Ne? Und natürlich die Idylle und die Natur. Das ist halt einfach, ja, ich liebe die Natur. Mit 10 haut Bianca das erste Mal von zu Hause ab. Der Vater war gestorben, die Mutter ist alkoholkrank. Bianca weiß, wie man sich zurechtfindet, wo es Essen und eine saubere Dusche gibt. Und Ärzte, die sie ohne Versicherungskarte behandeln. Der Alltag funktioniert, alles andere nicht. Diesen Gedanken hält sie kaum aus. Alkohol ist ein Thema. Oder irgendetwas, was dir hilft, das ist ja egal, das könnte ja alles sein, ne? Um das zu dämpfen, genau diese Existenzangst. Weil man sieht ja um sich herum und sich selbst, Mann, du lebst draußen. Zu übersehen sind die Lager von Bianca und all den anderen Obdachlosen nicht. Quer durch die Stadt zieht sich das Band der Zelte und Matratzen bis hinein ins Regierungsviertel. Ich kenne das schon. Ich bin Berlinerin und zeige das mal meiner Enkeltochter. Wir machen mal hier so eine kleine Sightseeing-Tour. Warum wolltest du das sehen?
Naja, weil wir leben ja auch in einem Haus und die haben halt keine Häuser hier. Und deswegen, die schlafen ja auch bei Regen und allem und ja. Die steigende Obdachlosigkeit sorgt auch den Sozialsenator. Dabei mangelt es nicht an Hilfsangeboten in Berlin. Das Problem liegt ganz woanders. In den letzten 2 Jahren sind knapp 25.000 Wohnungen neu in Berlin entstanden, aber fast 100.000 Menschen neu in die Stadt gezogen. Und das zeigt, dass der Druck da ist. Und deswegen brauchen wir in allen Segmenten schnell neue Wohnungen und ausgewiesene Wohnungsbaugebiete. Das tut der Senat, aber viele sagen, das hat der Berliner Senat zu spät getan. Eine eigene Wohnung, eine Arbeit als Sozialarbeiterin, das wünscht sich die 37-Jährige. Ein ganz normales Leben. Mit jedem Tag auf der Straße rückt es immer weiter in die Ferne. Aber das weiß Bianca.